Um das Jahr 778 fuhr eine kleine Gruppe heimatloser Männer, Frauen und Kinder flussabwärts die Weser entlang. Sie lebten vom Fischfang und waren vor den Angriffen ihrer mächtigen Nachbarn geflohen. Verzweifelt suchten sie vom Wasser aus einen sicheren Ort für die Nacht. Besonders einladend sieht die Landschaft hier aber nicht aus. Langsam wurde es Abend und ein Sturm zog auf. Das Boot schaukelte immer heftiger hin und her. Wo sollen wir nur bleiben? Bald bricht die Nacht herein. Der Wind wird immer stärker. Die Sonne war schon fast untergegangen. Schaut, eine Henne mit ihren Küken. Sie sucht Schutz vor dem Unwetter auf der hohen Düne. Das ist ein Zeichen. Lasst uns unsere Boote an Land ziehen und dem Tier folgen. Dort, wo die Tiere Schutz haben, sind auch wir in Sicherheit. Sie folgten der Gluckhenne, die mit ihren Küken im Heidekraut verschwand. Lass uns hier auf der Düne übernachten. Hier sind wir sicher und geschützt. Hier können wir unser Nachtlager aufschlagen. Und weil es ihnen so gut gefiel, beschlossen sie für immer zu bleiben. Holzhütten wurden gebaut, die ersten Gebäude des späteren Bremens.